Gut, ich würde vorschlagen, wir starten in die Veranstaltung. Ja, herzlich willkommen heute zur Veranstaltung Grüner Wasserstoff zwischen Klimaschutz und geopolitischer Zeitenwende, Ansatzpunkte für die Politik in Deutschland und Europa der Friedrich-Ebert-Stiftung zusammen mit dem RIFS-Forschungsinstitut in Potsdam. Mein Name ist Max Ostermeier. Ich betreue hier in der Ebert-Stiftung die Themen Klima, Energie und Umweltpolitik. Bevor wir ganz offiziell loslegen, zwei kurze Vorbemerkungen. Die heutige Veranstaltung wird Video und Audio aufgezeichnet und wir werden die sozusagen nutzen, dieses Video auf der Projekt-Homepage der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und wir haben auch einen technischen Support, das ist der Herr Rödler, den finden Sie in der Teilnehmendenliste. Wenn Sie ein technisches Problem haben, können Sie sich per Chat auch an Herrn Rödler wenden. So viel der Vorworte. Ja, also für die Transformation zur klimaneutralen Wirtschaft spielt die Wasserstofftechnologie eine Schlüsselrolle, und zwar vor allem in Anwendungsfeldern, die nicht elektrifiziert werden können. Und die meisten Schätzungen gehen heute auch davon aus, dass wir selbst beim sehr ambitionierten Zubau von erneuerbaren Energien große Mengen des deutschen und europäischen Wasserstoffbedarfs über Importe werden decken müssen. Und eine Schlüsselrolle dabei ist natürlich die internationale Zusammenarbeit zwischen Deutschland, den Mitgliedstaaten der EU und auch potenziellen Partnerländern. Und sie ist unabdingbar, um eben den Aufbau in der internationalen Wasserstoffwirtschaft möglichst zeitnah heranzubringen. Und in den letzten 1,5 Jahren haben wir von Seiten der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kooperation mit dem RIFS eine Fachgesprächsreihe durchgeführt, die beleuchtet hat, wie die Ausgestaltung dieser internationalen Partnerschaften zum Hochlauf der internationalen Wasserstoffwirtschaft gelingen kann und welche Herausforderungen in diesem Zusammenhang bewältigt werden müssen. Waren verschiedene Länder im Fokus, die nordischen Staaten, die Ukraine, der Mittlere Osten und Nordafrika und auch Nigeria. Und die Ergebnisse dieses Prozesses wurden vom Team um Rainer Kizzo zu dem Policy Paper Partnerschaften für eine internationale Wasserstoffwirtschaft, Ansatzpunkte für die europäische Politik verdichtet, welches wir heute vorstellen und diskutieren möchten. Und auch just heute ist die deutsche Version dieses Papiers erschienen und den Link werde ich gleich noch in den Chat posten. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim RIFS, bei Rainer Kizzo und seinem Team für die gute, konstruktive Zusammenarbeit. Natürlich auch bei unseren Panelistinnen und Panelisten heute, die Frau Blume, unsere Moderatorin, nachher noch vorstellen wird. Vor allem aber auch bei Andreas Rimkus, Bernd Westphal und Jens Geier, die das Projekt auch immer begleitet haben in ihrer Funktion als Abgeordnete des Deutschen Bundestages bzw. des Europäischen Parlaments. Und da möchten wir uns sehr bedanken, dass Sie die Zeit im letzten Jahr investiert haben für diesen Dialog. Die heutige Veranstaltung, wie bereits angesprochen, wird moderiert von Liz Blume. Liz Blume ist Kommunikationswissenschaftlerin mit mehr als 10 Jahren Erfahrung als Kommunikatorin in verschiedenen Ländern. Und das vom Land Niedersachsen gegründete Wasserstoffnetzwerk hat sie mit aufgebaut und ist eben dort auch für die Kommunikation verantwortlich. Und sie moderiert regelmäßig eben auch energiepolitische Diskussionsrunden auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene. Frau Blume, vielen Dank, dass Sie die Moderation heute übernehmen. Und letzte Danksagung gilt dem Auswärtigen Amt, denn die Beiträge des RIFS wurden im Rahmen des Projektes Geopolitik der Energietransformation, Implikationen einer internationalen Wasserstoffwirtschaft, eben mit Mitteln des Auswärtigen Amtes gefördert. Und deshalb freue ich mich auch, dass Herr Klitzing, Leiter Energiewende und Außenpolitik, heute bei uns ist und zur Begrüßung auch noch ein paar Worte an uns richten wird. Lieber Herr Klitzing. Ja, lieber Herr Ostermeier, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die einführenden Worte, vielen Dank für die Einladung. Es ist in der Tat eine spannende Veranstaltung, die uns heute hier erwartet. Ich freue mich, dass so viele zugeschaltet sind und ich sehe, es ist gut angelegtes Geld unsererseits, was die Förderung dieses Projektes angeht, bei RIFS oder auch bei dieser Reihe im Konkreten. Das reiht sich andererseits wiederum ein in andere Aktivitäten zur Geopolitik des Wasserstoffes, die wir gefördert haben, sei es bei der SWP, sei es bei der IRENA. Ihnen ist ja wahrscheinlich der große Bericht zur Geopolitik des Wasserstoffes bekannt, den die IRENA anlässlich ihrer Jahresversammlung im letzten Jahr schon vorgelegt hat. Das sind alles Teile,
unserer Bemühungen, die globale Energiewende eben gerecht und stabil zu gestalten, indem wir eben den bi- und multilateralen Dialog in vielerlei Hinsicht, in vielen Dimensionen, in vielen Richtungen, was die Herausforderungen und Chancen von grünem Wasserstoff angeht, eben fördern. Der grüne Wasserstoff und der internationale Markthochlauf hat bekanntlich eine dezidiert außenpolitische Dimension, für die wir als AA eben den Blick weiter schärfen wollen. Die Dekarbonisierung der globalen Energiewende bringt Veränderungen mit sich, Stichwort neue Handelswege, Wettbewerb um Technologieführerschaft, um nur ein paar zu nennen, neue Interdependenzen und Abhängigkeiten, die eben eine aktive Energieaußenpolitik, um nicht zu sagen Wasserstoffdiplomatie, eben erfordern. Und nicht zuletzt kann Wasserstoff eben auch wichtiger Beitrag einer Diversifizierung und nachhaltigen Transformation von Volkswirtschaften sein, deren Geschäftsmodell heute auf dem Export von fossilen Brennstoffen aufgebaut ist. Und es liegt eben in unserem außenpolitischen Interesse, diesen Umstellungsprozess konstruktiv zu begleiten, etwa mit Hilfe unserer Wasserstoffdiplomatiebüros, die wir in einigen dieser Länder eingerichtet haben, in Afrika oder auch in Golfstaaten oder zuletzt auch in Kasachstan, wo wir gerade ein Büro aufbauen, nachdem die Ministerin auch Kasachstan besucht hatte im letzten Herbst. Klimaschutz und Energiewende sind zentral für die Zukunft unseres Planeten, eben auch aus geopolitischen Erwägungen. Der Angriffskrieg Russlands gegenüber der Ukraine hat eben nochmal deutlich gemacht, dass wir in einer zu großen Abhängigkeit von fossilen Importen waren. Die weiter hohen Energiepreise zeigen auch die Dringlichkeit, dass wir auf Erneuerbare umsteigen. Oder wie die Ministerin es eben formuliert hat, Investitionen in erneuerbare Energien sind Investitionen in unsere Sicherheit und Freiheit. Und insofern ist die Energiewende eine der wirtschafts- und industriepolitischen Fragen unserer Zeit. Und Wasserstoff wird bei der Dekarbonisierung eben eine zentrale Rolle spielen müssen. Wasserstoff und seine Derivate, für die wir in Europa große Erzeugungskapazitäten aufbauen müssen, aber aus deutscher Sicht eben auch nicht nur, sondern wir werden absehbar auf außereuropäische Importe auch angewiesen sein. Also das sind die zwei Dimensionen, die die Energieversorgung eben sichern sollen, aus unserer Sicht. Einerseits innerhalb Europas die Erzeugung und andererseits die Importe, die aber diversifiziert sein müssen und auch politisch abgesichert. Und auf diese Art und Weise wird dann eben auch die Fortbleibung der Wasserstoffstrategie, die ja gerade stattfindet, und dann die kommende Importstrategie der Bundesregierung auch sehr eng vom Auswärtigen Amt begleitet. Und wir sehen diese Strategien dann auch als Beitrag zur Umsetzung der nationalen Sicherheitsstrategie, die ja auch in Arbeit ist oder auf der Zielgeraden sozusagen, und auch der Klima-Außenpolitik-Strategie, die derzeit in unserem Haus erarbeitet wird und bei der wir hoffen, dass sie zum Petersberger Klimadialog dann auch vorgestellt werden kann. Also letztlich, ich habe das Stichwort Europa schon genannt, ist das eine entscheidende Dimension, denn nur als Deutschland allein werden wir da nicht die Ziele erreichen, die wir uns gesetzt haben. Wir müssen eben dafür sorgen, dass Europa oder dass wir über Europa eben diese schöne neue Wasserstoffwelt eben auch mitgestalten können in unserem Sinne. Das heißt, wir wollen hohe Standards haben, wir wollen inklusive, transparente Märkte haben und Lieferketten, die ebenso sicher wie sauber sind. Und wir haben natürlich die Chance, weil so ein großes Interesse an der Zusammenarbeit mit Deutschland besteht, Deutschland als Technologieführer zu platzieren, als zukünftigen Exportmarkt für viele Länder, aber eben auch, und das ist aus unserer Sicht besonders wichtig, als Partner für eine nachhaltige und faire Transformation oder globale Energiewende. Und in dem Sinne müssen wir dafür sorgen, dass die verschiedenen Instrumente, die wir haben innerhalb der Bundesregierung oder auch innerhalb Europas, im Sinne einer vollständigen, nachhaltigen Energiewende dann auch zum Einsatz kommen. Diesem Ziel dient demnächst auch der Berlin Energy Transition Dialogue, die große Energiewendekonferenz, die jährlich auf Einladung von AA und BMWK bei uns im Hause stattfinden wird, dieses Jahr 28. und 29. März. Unter dem Motto Energiewende, Securing a Green Future. Und auch da wird das Thema Wasserstoff natürlich wieder eine prominente Rolle einnehmen. Ich will es dabei belassen. Zur Einführung bedanke mich nochmal ausdrücklich bei EBET Stiftung und auch RIPS für die Einladung und die Konzeption dieser Veranstaltung und wünsche nun einen produktiven Austausch und neue Einsichten in die Welt der kommenden Wasserstoffpartnerschaften. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Herr Kitzing. Und dann steigen wir an dieser Stelle ein. Herr Ostermeier hat schon den Link in den Chat geschickt. Also dort können Sie auch noch mal den Link zur deutschen Version des Policy Papers finden, das uns jetzt Dr. Rainer Kitzow vorstellen wird. Dr. Rainer Kitzow ist Forschungsgruppenleiter für Geopolitik der Klimatransformation am RIFS in Potsdam. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf nachhaltiger Innovations- und Industriepolitik sowie Governance in der Energiewende in Deutschland, aber auch international. Da beschäftigt er sich auch mit der Rolle der großen Schwellenländer. Und damit freuen wir uns jetzt auf die Vorstellung des Policy Papers Partnerschaften für eine internationale Wasserstoffwirtschaft. Herzlich willkommen, Herr Kitzow. Ja, also ich stelle das hier im Namen meines Teams vor. Wir waren eine Reihe von Co-Autoren, die daran mitgearbeitet haben. Clara Mewis, Sonja Tigis, Marina Zumpa und Jana Sabanova. Und wie Max Ostermeier gerade schon gesagt hat, das Paper, was oder das Policy Paper, was jetzt nur auf Englisch bisher zur Verfügung stand, ist jetzt wohl seit heute, was mich sehr freut, dann auch auf Deutschland, also als Übersetzung, verfügbar. Und ja, es ist halt eben der Versuch, wirklich mal ein bisschen differenzierter und eingängiger zu reflektieren, also was eben dieser Aufbau einer internationalen Wasserstoffwirtschaft bedeutet. Es ist ja so, dass Deutschland da auch eine wirklich sehr prominente Rolle einnimmt. Nicht viele Länder haben eine so ambitionierte und differenzierte und vielfältige außenpolitische, energiepolitische internationale Strategie für den Wasserstoff. Und deswegen ist es besonders wichtig, denke ich, dass man hier in Deutschland auch diese Diskussion führt. Und dazu möchten wir hiermit einen Beitrag leisten. In dem Paper beginnen wir eben mit einer allgemeinen Diskussion, was sind eigentlich die Herausforderungen und die verschiedenen Dimensionen, die dieses Feld des Aufbaus einer internationalen Wasserstoffwirtschaft tangiert. Und wollen jetzt hier mit dieser Grafik auch zeigen, also im Kern muss es natürlich um den Klimaschutz gehen. Wir bauen eine internationale Wasserstoffwirtschaft deswegen auf, weil es eben ein wichtiger Beitrag ist, um die Klimaneutralitätsziele nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt zu erreichen, um vor allen Dingen auch die Industrie zu dekarbonisieren und andere sogenannte Hard-to-Abate Sectors oder auch Hard-to-Electrify Sectors. Aber darum muss es im Kern gehen, aber es tangiert eben sehr viele andere Aspekte internationaler Politik und Energiepolitik, vor allen Dingen, weil es eben auch ein so internationales Feld ist, wo man eben nicht, wie man das mit Solar- und Windenergie für den Stromsektor kann, eben vieles auch lokal einfach machen kann, sondern es hat eben eine wichtige Dimension. Man kann den Energieträger handeln und eben Deutschland ist eben auch stark und die EU wird auch ein Stück weit auf Importe angewiesen sein. Das heißt, es tangiert Geopolitik, es hat, ist die Grundlage für den Aufbau grüner Industrien in Europa, was natürlich ganz wichtig auch ist. Gleichzeitig müssen Partnerländer eben auch einen Mehrwert daraus ziehen können, nachhaltige Entwicklungsperspektiven aufgezeigt bekommen. Und natürlich muss das alles wirtschaftlich machbar sein. Und es muss ein gewisses Grad an Versorgungssicherheit eben, das haben wir jetzt in den vergangenen Monaten alle erkannt, ein ganz wichtiger Aspekt, der vielleicht nicht so ganz im Fokus stand in den letzten Jahren. Diese Sachen wirken eben ineinander, haben teilweise Synergieeffekte, die man erschließen kann, teilweise gibt es aber auch Zielkonflikte, mit denen man umgehen muss. Und wir versuchen eben jetzt, darauf aufbauend dann einige Botschaften zu platzieren, wo wir meinen, dass es wichtig ist, dass darauf geachtet wird im weiteren Aufbau dieser internationalen Wasserstoffwirtschaft und gerade auch dem Beitrag der EU und Deutschlands dabei. Wir beginnen mit dem Themenkomplex Handel und Infrastruktur. Hier erstmal die erste Botschaft, dass es eben nach unserer Meinung wichtig ist, dass bei diesem Aufbau einer internationalen Infrastruktur und Produktionskapazitäten für den Bezug von Wasserstoff auch außerhalb der EU oder außerhalb Deutschlands ganz wichtig ist, dass man hier erstmal auch einen regionalen Ansatz hat. Das ist wichtig, weil zum einen hat es eine geopolitische Dimension, dass man eben auch
im Rahmen des Aufbaus dieses neuen Wirtschaftszweiges eben auch Stabilität und Wertschöpfung und Möglichkeiten schafft in diesem Raum um die EU und dadurch auch einen gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraum halt aufbaut und unterstützt, der eben über die EU hinausgeht und auch starke Partner dort unterstützen kann. Es ist aber auch wichtig für den Aufbau einer solchen grünen Industrie auf der Basis von Wasserstoff, dass man eben auch im Heimmarkt innerhalb der EU eben diese Kapazitäten aufbaut und eben diesen Heimmarkt auch für die Technologie, für die Infrastruktur entwickelt. Eben nur mit einem solchen Heimmarkt, das hat man in vielen Technologiefeldern in der Vergangenheit schon gesehen, kann man dann auch ernsthaft und glaubwürdig auch international eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, für die Infrastruktur, wir brauchen für diesen Import von Wasserstoff aus der Region mit Sicherheit eine Pipeline-Infrastruktur, die dann auch durch Spanien und Frankreich gehen muss. Ein Stück weit ein Diskussionspunkt an der Stelle, deswegen das extra nochmal hier aufgezeigt. Und darüber hinaus ist es aber auch wichtig, dass man eben nicht nur diese regionale Dimension unterstützt, sondern dass man eben auch darüber hinaus Möglichkeiten, Hafeninfrastruktur schafft, die es ermöglicht, dann zusätzlich zu dieser regionalen Ökonomie eben auch internationale, also im weiteren Sinne internationale Importe ermöglicht. Gleichzeitig wollten wir nochmal betonen, es war ja vor ungefähr 20 Jahren viel im Gespräch die Frage von Stromimporten, vor allen Dingen aus Nordafrika. Das ist nicht mehr so stark im Gespräch. Ich denke aber, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eben sinnvoll ist, bei dem Aufbau dieser regionalen Wasserstoffwirtschaft eben auch weiter den Stromaspekt nicht aus dem Auge zu verlieren, denn das ist ein weiterer Weg, um Integration auch zu schaffen mit diesen umliegenden Staaten. Aber es ist auch nützlich eben für den Strommarkt in Deutschland, für die Integration der erneuerbaren Energien, in Europa, und senkt auch die Preise perspektivisch, wenn man eben diese Integration hinbekommt, was dann auch natürlich positiv sich auswirkt auf grünen Wasserstoff und die Produktion in Europa. Internationale Kooperationen und Partnerschaften, das ist jetzt der zweite Themenkomplex, sind natürlich absolut essentiell. Deutschland da, wie ich gesagt hatte, ein wichtiger Vorreiter, ist da schon sehr weit vorangegangen. Dort wollten wir betonen, dass es sich eben jetzt schon auch zeigt, dass viele Partner zwar Interesse an einer Wasserstoffwirtschaft haben, an dem Einstieg in eine Wasserstoffwirtschaft, aber vor allen Dingen auch, weil sie dort eben auch Perspektiven sehen für den Aufbau zusätzlicher Wertschöpfung, eben nicht nur den Export von Wasserstoff, sondern auch die Produktion von Derivaten, von Produkten, die auch eben auf der Basis von Wasserstoff dann in einer klimaneutralen Wirtschaft hergestellt werden können. Und ich denke, es ist ganz wichtig, bei dem Aufbau dieser Partnerschaften eben auch diesen Aspekt zu berücksichtigen und gleichzeitig dann eben auch die Dekarbonisierung der Wirtschaft in diesen Partnerländern auch im Blick zu behalten und das als integrierte Partnerschaften aufzubauen. Man braucht eben dieses Angebot für die sozioökonomische Entwicklung, um eben dann auch über die Dekarbonisierung und den Klimaschutz in diesen Ländern auch sprechen zu können. Und ich denke, das muss man integriert machen, sonst ist es einfach nicht attraktiv. Dazu gehört dann auch, dass wir für den Import von Wasserstoff Nachhaltigkeitszertifizierungen brauchen, um zu zeigen, dass eben diese Produktion nicht nur aus Klimagesichtspunkten, sondern auch aus anderen umweltpolitischen und sozioökonomischen Gesichtspunkten heraus nachhaltig ist. Das haben wir gesehen, auch zum Beispiel bei Biokraftstoffen. Wenn man diese Art von Gewissheit nicht aufzeigen kann, dann verliert man eben auch die Akzeptanz für die Entwicklung eines solchen internationalen Marktes. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr schwierig, jetzt ganz, ganz schnell sofort alles genau so zu machen, wie man es machen sollte. Und es ist auch ein gewisser Lern- und Entwicklungsprozess, glaube ich, in den verschiedenen Ländern, auch in Europa, wo der Wasserstoff jetzt aufgebaut werden soll als zusätzlicher Energieträger. Ich denke, der Ansatz, den wir hier unterstützen, ist eben den Aufbau einer Nachhaltigkeitszertifizierung in Zusammenarbeit mit Kapazitätsentwicklung, sodass dann eben diese Nachhaltigkeitsansprüche dann wirklich im Zeitverlauf, dass man diesen dann gerecht werden kann und dass
die dann dieser Anspruch sich dann nach und nach auch wirklich einstellt. Europäische Wasserstoffaußenpolitik beziehungsweise auch die Abstimmung, die transatlantische Abstimmung, auch, denke ich, ein wichtiger Aspekt für die EU, für Deutschland. Einmal, dass man eben auch gemeinsam konsistente Signale an seine Partner sendet aus Europa. Wichtig für die Glaubwürdigkeit, glaube ich, auch Europas als Partner in diesen Ländern. Das merken wir jetzt schon in manchen Ländern, dass das eben nicht unbedingt der Fall ist. Wir wissen, es ist nicht einmal einfach, als zweitbeste Lösung dann vielleicht eben wirklich eine konsolidierte Gruppe von europäischen Ländern, die da an einem Strang ziehen. Weniger jetzt die Signale nur, die gesendet werden, zusammen mit den USA an die Partner. Der Punkt hier bei der Nummer 7, bei der Botschaft Nummer 7. Aber wichtig bei der Abstimmung mit den USA und den G7-Ländern, dass man eben auch dann einen internationalen Markt schafft, der eben Standards der Kriterien beinhaltet, an denen sich dann die globale Wirtschaft, die Exporteure in verschiedenen Ländern dran orientieren können, um dann eben auch möglicherweise ein Gegengewicht zu schaffen zu einem Ansatz, der von vielleicht anderen Ländern wie China entwickelt und vorangetrieben wird. Also da denke ich ganz wichtig, dass man da die Basis schafft bei der Zusammenarbeit mit den USA und anderen G7-Ländern, um dann auch aufbauend darauf vielleicht in der G20 mit anderen Ländern weiterzuarbeiten. Schließlich das Thema blauer Wasserstoff und CCUS, also Carbon Capture Usage and Storage, also Nutzung und Speicherung von CO2. Wir sehen, dass blauer Wasserstoff mittlerweile eine Realität wird, dass es bereits Partnerschaften gibt, die Bundesregierung auch eingegangen ist mit Ländern wie Norwegen und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Gleichzeitig behandelt Deutschland oder die Bundesregierung dieses Thema noch nicht besonders aktiv und bringt sich nicht in Prozesse unbedingt aktiv ein, weil eben der Fokus auf dem grünen Wasserstoff liegt. Das kann aber dazu führen, dass eben dieser blaue Wasserstoff dann eben auch nicht den Ansprüchen genügt, die man sich erwarten würde von diesem blauen Wasserstoff, wenn er denn Teil von dem Mix ist. Und deswegen der Hinweis, dass wenn überhaupt blauer Wasserstoff, dann muss man eben auch diese Kriterien mitgestalten, die Standards dafür mitgestalten und sich aktiv einbringen, auch in das Thema CCS, was ja eng verknüpft ist oder unmittelbar damit verknüpft ist. Vielleicht führt das dazu, dass wenn man sehr klar die Kriterien setzt, dass dann der blaue Wasserstoff einfach auch nicht akzeptabel ist. Aber dafür braucht man sie erstmal und da muss man daran arbeiten, auch aufbauend auf der Arbeit, die jetzt schon getan wurde auf europäischer Ebene. Schließlich, das ist vielleicht nicht allen immer so klar, dass die synthetischen Kraftstoffe, zum Beispiel für den Flugverkehr, die produziert werden können auf der Basis von klimaneutralem Wasserstoff, auf CO2-neutralen Wasserstoff, eben auch eine CO2-Quelle erfordern. Ohne CO2-Quelle lassen sich diese Derivate nicht herstellen. Deswegen auch an der Stelle der Hinweis, dass wenn wir jetzt verstärkt auch Derivate importieren möchten, dann müssen wir eben mit unseren Partnern auch darüber sprechen, auch dafür Standards entwickeln, Technologieentwicklung betreiben, Partnerschaften eingehen, um eben CO2-Abscheidungstechnologien, Transportinfrastruktur für CO2 zu schaffen. Nicht nur hier in Deutschland oder im europäischen Raum, sondern eben auch in weiter entfernten Ländern. So, damit bin ich dann fertig, bin durch meine neuen Botschaften und den Überbau, den ich am Anfang kurz angesprochen habe, durch und freue mich auf die Rückmeldungen und Fragen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kitzo. Dann genau, beenden Sie noch die Präsentation. Und an dieser Stelle schon mal gleich der Hinweis, wir starten jetzt gleich in die Diskussion und alle, die heute hier teilnehmen, die können sich beteiligen mit Fragen. Das können Sie entweder unten in der Leiste, da gibt es die Chatfunktion oder auch die Fragen- und Antwortfunktion. Da können Sie reinschreiben, die Fragen, die kriege ich dann zu Gesicht und dann werde ich die mit in die Diskussion mit einbauen.
Und dann möchte ich noch unsere weiteren Sprecher heute vorstellen. Herrn Rainer Kitzow haben Sie jetzt zu Genüge kennengelernt. Außerdem begrüßen möchte ich gerne Dr. Christiane Averbeck. Sie ist, hat früher Entwicklungszusammenarbeit in Ghana, Uganda, Simbabwe gemacht. Sie hat an der Nordsee zur Umweltverschmutzung geforscht, unterstützte den Rat für nachhaltige Entwicklung und ist heute hier bei uns als Geschäftsführerin der Klimaallianz für Deutschland. Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis für den Klimaschutz, aber eben auch immer in zusammengedacht mit den Menschen mit sozialer Gerechtigkeit. Herzlich willkommen, Frau Averbeck. Als nächstes möchte ich Mayra Kusch begrüßen. Sie ist die Büroleiterin der Geschäftsstelle des Weltenergierats Deutschland e.V. in Berlin. Dort ist sie seit 3 Jahren und der Weltenergierat vertritt quasi das deutsche Energiesystem im World Energy Council. Davor war Frau Kusch bei einer Strategieberatung in Berlin und hat für das EU-Parlament gearbeitet. In diesem Jahr feiert übrigens der Weltenergierat 100-jähriges Jubiläum. Als Fun Fact an der Seite. Außerdem begrüßen möchte ich Andreas Rimkus. Herr Rimkus ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages für den Wahlkreis in Düsseldorf-Süd. Und heute ist er hier, weil er auch der Koordinator der Wasserstoffwirtschaft der SPD-Bundestagsfraktion ist. Er ist Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Verkehr. Und er setzt sich insbesondere mit der roten Energiewende auseinander. Darum geht es nicht um Atomkraft wie bei unseren Nachbarn in Frankreich, sondern natürlich um soziale Gerechtigkeit. Dazu sprechen wir später noch tiefer im Detail. Zuletzt möchte ich noch Emanuel Henrich begrüßen. In dem Programm haben Sie vielleicht noch vor ein paar Tagen gelesen, dass Markus Exenberger heute bei uns ist. Der ist leider verhindert, aber wir haben zum Glück kompetenten Ersatz gefunden. Emanuel Henrich ist Projektmanager bei der H2Global Stiftung, war zuvor bei der GIZ, der Deutschen Gesellschaft für Zusammenarbeit. Und auch ihn möchten wir hier an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen. Und damit starten wir in die Diskussion. Wir haben ja jetzt 9 Thesen sozusagen gehört. Wir besprechen die jetzt nicht alle nacheinander, sondern ein bisschen en bloc sozusagen. Und als erstes wollen wir mal auf die Partnerregionen schauen. Jetzt haben wir auf der Karte bei Herrn Kitzow vorhin gesehen, da war Europa abgebildet und auch die angrenzenden Länder. Da waren eingekreist die Länder mit einem höheren Potenzial, war natürlich Nordafrika stark mit dabei. Gleichzeitig, Herr Kitzow, haben Sie aber auch gesagt, wir wollen Partner möglichst in der EU oder in den angrenzenden Ländern, um auch ein bisschen mehr Versorgungssicherheit zu schaffen und die Lieferketten, die nicht so leicht unterbrochen werden können. Wer in Europa wäre denn ein potenzieller Energiepartner für uns mit einem höheren Potenzial an erneuerbaren Energien in Europa oder auch in den direkt angrenzenden Ländern? Das richtet sich jetzt noch an mich, oder? Das richtet sich an Sie, genau. Okay, alles klar. Ja, also ich denke, also es wird ja schon auch viel daran gearbeitet, in der Nord- und Ostsee Kapazitäten zu erschließen, um eben für die nordeuropäische Industrie Erneuerbare auch für den Aufbau von Wasserstofflieferketten zu mobilisieren. Ich denke, da sind wir dran. Wo halt noch nicht so stark der Fokus drauf liegt, ist im Bereich Südosteuropa. Auch dort ist Potenzial vorhanden, aber da sind einfach dann auch nicht die Kapazitäten in dem Maße vorhanden, also die finanziellen Kapazitäten vor allen Dingen auch vorhanden, um in die Erschließung dieser Potenziale zu investieren. Die deutsche internationale Wasserstoffpolitik hat jetzt einen starken Fokus, also wenn es außerhalb Deutschland ist, auf das Nicht-EU-Ausland gelegt, mit H2 Global zum Beispiel. Und an der Stelle würde ich sozusagen sagen, dass das ein Bereich ist, wo man gucken kann, dass eben auch innerhalb von Europas ein gewisses Gleichgewicht entsteht und nicht nur die finanziell starken Länder investieren, die nicht notwendigerweise die Länder sind mit den großen erneuerbaren Potenzialen. Aber auch Nordafrika ist natürlich ein wichtiger Partner, den ich jetzt auch als unmittelbare EU-Nachbarschaft bezeichnen würde. Dazu haben wir auch gleich eine Anschlussfrage von den Zuschauern. Und zwar kommt da die Frage, bei dem Papier legen Sie den Schwerpunkt auf H2-Partnerschaften in Europa, gegebenenfalls eben, wie Sie genau gesagt haben, Nordafrika. Was ist denn mit Partnern im südlichen Afrika, zum Beispiel Namibia? Das war jetzt gar nicht auf der Karte repräsentiert.
Ist da auch Interesse, mit denen zusammenzuarbeiten? Also die deutsche Bundesregierung hat einen großen Fokus auf Namibia, auf die Zusammenarbeit mit Namibia. Und ich denke, das ist auch wichtig, mit solchen Ländern eben Partnerschaften auch aufzubauen. Und ich denke, da ist auch Potenzial drin. Man weiß eben im Moment noch nicht so genau, wie stark das Potenzial dann wirklich ist, um dann Wasserstoff wirklich von Namibia nach Deutschland zu bringen. Das wird sich zeigen mit der Zeit. Im Moment geht es um Ammoniak vor allen Dingen. Und die Frage ist eben, wie stark sich das auch skalieren lässt und in welchem Zeitraum und so weiter. Aber das ist ja natürlich dann auch nicht, beziehungsweise, und das Zweite ist dann eben, dass diese Länder dann aber auch großes Interesse haben, eben dann an die weitere Wertschöpfung zu denken. Und auch das ist dann, wirft dann natürlich Fragen auf, wenn dann stärker auch in eigene Wertschöpfung investiert werden soll und nicht einfach nur exportiert werden soll, der reine Wasserstoff oder ein sehr einfaches Derivat, dann stellt sich dann natürlich die Frage, inwiefern das dann auch was ist, worauf Deutschland so stark aufbauen kann. Da kommen wir auch gleich noch zu. Bleiben wir erstmal bei möglichen Partnerschaften. Das war jetzt quasi eher potenzielle Partner. Namibia soll Partner werden, haben Sie gesagt. Herr Henrich, die H2Global-Stiftung hat 900 Millionen Euro für den Hochlauf eines grünen Wasserstoffmarktes und soll mit sogenannten Tendern ja möglichst günstig weltweit Wasserstoff einkaufen und den dann in Europa höchstbietend weiterverkaufen. Dadurch soll ja so eine gewisse Marktsicherheit, Preisstabilität erzeugt werden. Jetzt ist der erste Tender gelauncht worden und 2024 soll der erste Wasserstoff darüber nach Deutschland kommen. Wo sehen Sie denn, welche Länder sehen Sie denn gerade als Favoriten für diesen ersten Tender? Also da sind auch wir, beziehungsweise insbesondere natürlich die Kollegen der HINDCO, die als Intermediär die Vergaben durchführt, sehr gespannt auch. Wir haben weltweit über 2000 Downloads der Vergabeunterlagen registriert und meines Wissens mehrere, über 150 Registrierungen fürs eigentliche Verfahren. Wir sind ja noch gerade am Anfang des Vergabeverfahrens, im Pre-Qualification-Prozess. Wir werden zum Schluss durchaus weltweit Angebote sehen. Wer zum Schluss hier ausgewählt wird, wird sich über den Preis entscheiden, natürlich unter Berücksichtigung aller Nachhaltigkeitskriterien, die vom Zuwendungsgeber, in dem Fall der Bundesregierung, gesetzt wurden. Wir sehen natürlich großes Interesse aus Ländern wie Indien, aber eben auch aus dem Nahen Osten, Teile Afrikas, insbesondere das gerade eben erwähnte Namibia, aber auch Länder wie Chile sind, glaube ich, durchaus sehr interessiert an H2 global bis hin zu Brasilien. Und dadurch, dass wir die Einschränkung hatten, dass H2 global jetzt in diesem ersten Förderfenster genutzt werden soll, für den Einkauf außerhalb der EU und außerhalb der EFTA-Staaten qualifiziert sich zum Beispiel auch Großbritannien als potenzieller Bieter. Ich vermute, dass wir auch aus Großbritannien Angebote sehen werden, die wahrscheinlich durchaus auch konkurrenzfähig sein werden können, allein mit Blick auf das Potenzial an erneuerbare Windenergie. Und jetzt mal abgesehen davon, dass Norwegen ja nicht mitmachen kann, weil die zu den EFTA-Staaten gehören, wäre das jetzt aber nur für rein grünen Wasserstoff oder könnte das auch blauer Wasserstoff sein? Also H2 Global ist erstmal ein Instrument, was es dem Mittelgeber jetzt im ersten Fenster der Bundesregierung ermöglicht, sehr flexibel Kriterien zu setzen mit Blick auf, welche Produkte möchte ich überhaupt fördern, welche Geografie möchte ich fördern, mit welcher Summe möchte ich fördern und mit welchen Nachhaltigkeitskriterien. Diese sind jetzt im ersten Förderfenster festgelegt worden und wie erwähnt, eben außerhalb EU und EFTA. Mit Blick auf künftige Förderfenster kann sich das auch ändern. Das heißt, es könnte auch mal sein, dass wir ein Förderfenster bedienen, was sich ausschließlich vielleicht für den afrikanischen Markt oder auf den afrikanischen Markt konzentriert. Das Konzept von H2Global wird ja immer sehr gelobt. Es gab ja auch schon Anregungen, dass es vielleicht ein H2Europe bräuchte. Wie sehen Sie das? Also das würden wir als Stiftung natürlich vollkommen unterstützen. Unser Ziel als H2 Global Stiftung ist der Umwelt- und Klimaschutz. Und deswegen haben wir auch das Instrument über die Stiftung implementiert. Wir sprechen auch mit der Europäischen Kommission natürlich schon sehr lange, einmal für die Notifizierung der Mittel, die jetzt gerade vom BMWK kommen.
Es gibt auch weitere Mittel im Haushalt 23, sind weitere 3,53 Milliarden für Hartz-IV global vorgesehen. Dann sprechen wir mit anderen Ministerien. Das Verkehrsministerium ist unter anderem gerade in Verhandlungen mit der Kommission über weitere Mittel als Zuwendung an Hartz-IV global. Ministerpräsident Rutte hat im Herbst zusammen mit Kanzler Scholz verkündet, dass auch die Niederländer gerne Hartz-IV global nutzen würden. Das heißt, wir sind sowieso gerade im Daueraustausch mit der Kommission und wir sprechen auch sehr gezielt mit der Kommission, Hartz-IV global auf dem europäischen Level zu etablieren, weil es nach unserer Ansicht, und das sehen wohl auch unsere Stifter so, die aus der Industrie hauptsächlich stammen, dass Hartz-IV global wirklich ein gutes Instrument wäre, auch für den europäischen Markt, das eben auf der einen Seite sehr gut die Marktmechanismen kombiniert, heißt, diejenigen, die das kostengünstigste Angebot geben, erhalten den Zuschlag, kombiniert aber eben damit, dass der Mittelgeber ganz klare und strikte Vorgaben machen kann mit Blick auf Nachhaltigkeit, mit Blick auf welches Produkt soll überhaupt gefördert werden und so weiter. Das heißt, der Mittelgeber hat letztendlich in der Hand eine politische Entscheidung, wo und zu welchem Zweck soll nachher der Wasserstoff verwendet werden und welchen Anforderungen muss dieser genügen. Heißt, soll er blau sein, soll er grün sein, welche sozialen Standards müssen eingehalten werden und so weiter. Auch dazu kommen wir gleich nochmal. Ich möchte nochmal bei einem ganz aktuellen Thema bleiben. Der Delegated Act, mit dem wir uns sicherlich alle in den letzten Tagen auseinandergesetzt haben, ist zu lesen aktuell. Und das ist ja, sind ja wegweisende Entscheidungen für die Wasserstoffwirtschaft in Europa. Herr Rimkus, vielleicht können Sie einmal kurz einordnen für uns, ob wir uns freuen können, dass er in dieser Form jetzt endlich veröffentlicht ist und wie Sie dazu stehen. Ja, also erstmal ist es gut, dass wir ihn haben. Wir haben viel zu lange darauf gewartet. Ich gestehe, ich habe das Endprodukt verfolgt, aber die Zwischenschritte schon nicht mehr, weil mir klar war, dass das, was da so geleakt wurde, nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Ich freue mich sehr darüber, dass wir jetzt ein bisschen mehr Licht haben, aber wir haben immer noch Schatten. Um das auf den Punkt zu bringen, ich finde, dass Investitionszyklen von 10 Jahren in der Frage der Refinanzierung möglicherweise zu kurz sind. Ich halte wenig davon, bei den CO2-Äquivalenten, ich sag mal, Tür und Tor zu öffnen für das, Frau Blume, was Sie richtigerweise nicht als roten Wasserstoff bezeichnet haben, sondern als gelben, muss man ihn bezeichnen. Das würde ja auch zu der politischen Farbenlehre in Deutschland passen. Es ist der gelbe Wasserstoff, der dann da eine Chance bekommt. Frankreich und Schweden hatten ein großartiges Interesse. Das ist sozusagen etwas, was wir europäisch zur Kenntnis nehmen müssen. Was uns aber nicht davon abhalten sollte, Herr Henrich hat es gesagt, als Fördergeber darauf zu achten, dass ein H2 Global for Europe oder ein H2 Global for Region dann auch tatsächlich etwas andere Kriterien hat. Insofern muss man bei den sozialen und bei den harten Wirtschaftskriterien ein Stück weit unterscheiden. Ich glaube aber, das können wir ganz gut adressieren, wenn wir damit noch vernünftig umgehen. Also ein Stück Pragmatismus ist möglich. Ich glaube, dass wir jetzt ganz gut Dinge erreicht haben, dass wir eine Chance haben, dass Elektrolyse stattfinden kann in Deutschland, dass sie gesichert stattfinden kann. Und ich erinnere daran, dass wir noch weitere Punkte gehabt haben, nicht nur der delegierte Rechtsakt, den wir jetzt aus der R2-Diskussion direkt sehen. Wir sehen vor allen Dingen, sehen wir noch einen zweiten Rechtsakt, nämlich über die Frage, wie gehen wir im Verkehr miteinander um. Ich glaube nämlich zunehmend, dass in der Frage des Commodities die Mobilitätslösungen sehr preiselastisch sind und dass möglicherweise darüber Hochlauf gut erreicht werden kann. Um das auch hier direkt zu sagen, ich halte nichts davon, aber auch gar nichts davon, eine Diskussion weiterzuführen über die Frage, dass das etwas sei wie ein Schaumwein mit Herkunftsnachweis. Das muss aufhören. Wir brauchen ein Produkt, was weltweit verfügbar ist, zu Preisen wie ein Trinkwasser. Beste Qualitäten mit nahezu großen Möglichkeiten, nicht nur die schwer zu dekarbonisierenden und zu defossilisierenden Industrien zu erreichen, sondern insgesamt eine ganze Menge zu machen. Also wir haben Chancen, aber es sind auch Risiken drin. Nur kurz für nochmal rekapitulieren. Sie sagen also auch,
Wasserstoff im Verkehr großflächig einsetzen, auch vielleicht im Pkw-Bereich, damit man einfach in eine Größenordnung kommt, damit der Preis letztendlich so stark runtergehen kann? Ja, absolut. Wobei immer diese Diskussion rund nur um den Pkw, also Pkw-Bereich ist das, was man sehen kann. Ich würde in dem Fall sagen, in der Logistik und in der Flottenanwendung, damit eben Ziele unterstützt werden können, die wir uns selber gegeben haben. Wir reden ja nicht nur über die Ziele 2050, die wir international eingegangen sind, sondern auch über die Ziele, die wir national verfestigt haben, nämlich das 45er-Ziel. Und das bedeutet nicht warten, sondern starten und Zahlungsbereitschaften heben, da wo sie vorhanden sind. Wir können ja auch mal reden über die Frage, dass wir zwischen IPSAI, bei der Frage der IPSAIs durchaus eine Adressierung haben, Unterschied zwischen CAPEX und OPEX. Ich glaube, hier wird ein Ziel. Was gesagt wurde zu H2Global, das ist ja deswegen so genial, weil wir hier ja Arbeit und Leistung auseinanderkoppeln. Also wir kaufen Leistung eingesichert, poolen das Ganze und verkaufen dann meistbietend die entstandene Energie, die Arbeit daraus. Das ist ein Riesenfund. Das wird uns auch weltweit auch gesagt, dass wir da etwas Gutes erreicht haben. Ist ja ähnlich erfolgreich in dem Bereich, wie das vor 20 Jahren mit dem EEG gewesen ist. Ich denke, dass wir diese Beschränkungen, auch künstliche Beschränkungen, nicht machen sollten, sondern müssen technologieoffen rangehen, aber abgestuft. Und insofern alles tun. Das greife jetzt ein bisschen vorweg, aber auch hier schon mal sehr klar und deutlich. Danke für die ersten Einlassungen und auch für die Thesen. Wir müssen national alles machen, ohne Europa zu vergessen und die weltweiten Potenziale gleichzeitig heben. Wird uns stark herausfordern, aber die Chance dafür ist da. Die Menge an Energie, die wir umwandeln müssen, ist enorm. Wir müssen ja die gesamte Primärenergie sozusagen anfassen bis 2045. Wir wollen klimaneutral werden und damit komplett defossilisieren, also irgendwas um 3.500 Terawattstunden, das ist schon ein dickes Brett. Damit wir das auch schaffen, gibt es ja auch eine nationale Wasserstoffstrategie. In diesem Jahr erwarten wir auch da eine Revision. Da gibt es eine Frage zu aus dem Publikum, und zwar: Ist der Fokus auf Wasserstoff nicht zu eng? Brauchen wir nicht eine Weitung der nationalen Strategie und Diplomatie auf Wasserstoff und P2X-Derivate, also Ammoniak, Jetfuel und so weiter? Herr Remkus. Ja, eindeutig ja. Ich glaube, ich habe das dazu gesagt. In der Tat, danke für die Frage. Kann sie eindeutig mit Ja beantworten. Ist so, wir müssen die Wasserstoffstrategie erweitern. Das, was momentan vorliegt, es gibt ja so ein geleaktes Papier aus Mitte November, greift aus meiner Sicht deutlich zu kurz. Es muss ergänzt werden um das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz, was wir ja jetzt national noch machen wollen. Dann brauchen wir eine Importstrategie und das Ganze muss dann enden in einer echten Wasserstoffstrategie. Die Zeit ist kurz und knapp, wenn wir nicht in diesem Jahr sozusagen das einläuten und damit keine Knappheitsdiskussion mehr, sondern nur noch eine Vorwärtsdiskussion, dann verlieren wir auf dem Weltmarkt, weil die Dinge werden entstehen. Es ist ein Billionenmarkt am Ende, der sich da abzeichnet und wir sollten vorne mit dabei sein. Und sollte das, was uns bei der Solarenergie passiert ist, nicht nochmal passieren. Sie haben gerade das Thema Importstrategie schon erwähnt. Bei den Energiepartnerschaften geht es ja auch immer um Transportinfrastrukturen. Das kann entweder per Schiff oder auch per Pipeline sein. Herr Kitzo, Sie haben es auch angesprochen, von Spanien über Frankreich nach Deutschland könnten Pipelines gelegt werden. Wie kann denn dieser Hochlauf zeitgleich gewährleistet werden? Wer ist denn in der Verantwortung, eigentlich diese Infrastrukturen zu schaffen, Herr Kitzo? Also es ist, ich glaube, das ist generell jetzt bei dieser Klimatransformation, bei der Transformation unserer Wirtschaft so, dass es keinen einzelnen Partner gibt, der das alles alleine machen kann. Also ich glaube, die Besonderheit ja dieser Transformation ist, dass sie ja auch politische Ziele erfordert, politische Interventionen erfordert. H2 Global ist ein Beispiel dafür, wo der Staat auch vorangeht, unterstützt, ein Instrument geschaffen hat, damit eben diese Transportwege in Gang kommen, dass Produktionskapazitäten aufgebaut werden, damit importiert werden kann. Aber natürlich in enger Partnerschaft mit der Wirtschaft. Also den Aufbau dieser Infrastruktur kann natürlich nicht der Staat und staatliche Unternehmen machen. Also
Wobei, das kommt auch ein bisschen auf den Länderkontext an. In Deutschland haben wir in der Form keine staatlich organisierten Energieversorger mehr, wie wir das in einigen anderen Ländern haben. Was auch bedeutet, dass zum Beispiel Italien zum Beispiel mit seinen staatlichen Energieversorgern in Nordafrika natürlich auch anders agieren kann, als Deutschland das tut. Und es ist eben dieser Mix und diese Zusammenarbeit, wie gesagt, in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich konfiguriert, dass man sowas voranbringen kann, eben auch unter den Gesichtspunkten, die wichtig sind. Also weil, wenn man das der Wirtschaft alleine überlässt, dann werden sie mit Sicherheit weniger stark den Klimaschutz im Fokus haben als eben ihre wirtschaftlichen Interessen. Und diese müssen eben in Einklang gebracht werden. Und dafür ist diese Zusammenarbeit ganz wichtig. Schauen wir nochmal auf das Thema Finanzierung von Wasserstoffpartnerschaften. Dazu haben wir auch eine Frage aus dem Publikum bekommen. Da sagt jemand, eine weitere Stellschraube für erfolgreiche Wasserstoffpartnerschaften sind zielgerichtete Finanzierungssysteme und Instrumente. Haben wir auch mit H2Global. Warum werden zu diesem ganzen Thema Finanzierung keine Handlungsoptionen oder Empfehlungen im Papier abgeleitet? Herr Kitzo, die Frage richtet sich an Sie. Das ist ein valider Punkt. Also ich muss zugeben, ich habe auch selber nochmal, als ich das vor einigen Wochen nochmal durchgelesen habe, gedacht, ich hätte da noch ein bisschen mehr zu schreiben können und sollen vielleicht. Das können wir ja auch noch nachholen. Mit Sicherheit ist es auch ein eigener Themenkomplex ein Stück weit, dem man sich eben auch fokussiert vielleicht dann widmen sollte. Zu dem haben wir auch schon gearbeitet, kennen uns da ein bisschen aus und ich denke, das ist eine valide, wie gesagt, eine valide Frage, aber auch wirklich auch eine komplizierte Frage. Also wir stehen da im Wettbewerb eben mit auch anderen Ländern. Die USA hat gerade eine neue Entwicklungsbank aufgebaut, die auch ganz stark in den Energiesektor jetzt international investiert. Also Deutschland hat natürlich auch eine Entwicklungsbank, hat auch eine, die eher private Akteure unterstützt, andere, die eher staatliche Akteure dann unterstützt. Aber wie man da die Kombinationen und die Zusammenarbeit, also die Pakete strickt, die dann wirklich attraktiv sind und die aber auch leistbar sind für den deutschen Staat oder den europäischen, für die Europäische Union, das ist noch eine Frage. Und was wir natürlich nicht haben, was die USA jetzt gezeigt hat, also die arbeiten ja ganz stark mit diesen Steuervergünstigungen als Anreizsystem. Das kann man natürlich in Deutschland dann auch machen, aber halt dann nur in Deutschland. Und ich glaube, die Größe des Marktes ist da halt auch sehr, sehr wichtig. Und da steht natürlich die Europäische Union vor einer Herausforderung, weil sie eben kein Nationalstaat ist und eben nicht die gleichen Möglichkeiten hat. Aber in der Corona-Krise und in der Finanzkrise haben sich da jetzt auch erste Instrumente entwickelt, Juncker-Plan und so weiter, auf den man aufbauen kann und sollte. Bin gespannt, was jetzt diese Hydrogen Bank dann wirklich auch macht. Schauen wir jetzt mal ein Stück weiter auf die Partnerschaften. Wie sollten die aussehen? Was ist dabei wichtig? Wie schaffen wir eine faire Dekarbonisierung, aber auch eine faire Entwicklung sowohl in Deutschland, aber auch eben in den Partnerländern? Frau Kusch, Sie sind beim Weltenergierat und da setzt man sich zusammen, diskutiert über aktuelle Energiefragen. Alle stehen aktuell vor der Herausforderung der Dekarbonisierung. Das spielt aktuell in Geopolitik rein, in Industriepolitik, in Klimapolitik, auch in Sozialpolitik. Wir wollen ja Wasserstoff, haben wir jetzt schon mehrfach gehört, importieren, um hier die Industrie zu dekarbonisieren. Dafür suchen wir Exportländer, aber diese Exportländer müssen ja auch selber ihre eigene Industrie dekarbonisieren. Also wie müssen solche Partnerschaften eigentlich aussehen, damit wir am Ende, Klimawandel ist ein globales Problem, wir sollten ja dekarbonisieren, wo wir dekarbonisieren können. Also wie schaffen wir eigentlich Partnerschaften, in denen am sinnvollsten dekarbonisiert wird und nicht am Ende der Wasserstoff dann oder in welcher Form auch immer nach Deutschland kommt, damit wir hier dann eine schöne Klimabilanz haben, aber in dem Exportland ist am Ende vielleicht nichts geschehen. Ja, vielen Dank. Das ist tatsächlich eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Als Weltenergierat gucken wir uns internationale Wasserstoffpartnerschaften jetzt bereits seit vielen Jahren an. Die steigen stetig, was natürlich auch Sinn macht, weil es für beide Seiten natürlich konkrete Chancen bietet, ne, bei der Entwicklung von Technologien, bei der Entwicklung von Handelsbeziehungen, aber natürlich auch beim Ausbau der Infrastruktur. Ne, was wir natürlich auch sehen, wir haben uns nämlich neben den Partnerschaften auch die Wasserstoffstrategien, die nationalen, angeguckt. Deutschland war ja da relativ
weit voraus oder relativ schnell mit dabei im Jahr 2020, aber es gibt ja auch viele, viele andere Strategien weltweit, nationale Strategien. Und da ist es tatsächlich so, dass die Länder sehr oft eben nicht primär exportieren möchten, sondern natürlich eine eigene Wasserstoffwirtschaft aufbauen wollen. Ne? Und das hat unterschiedliche Gründe. Einerseits die Schaffung von Arbeitsplätzen, also wirklich wirtschaftliche Gründe, aber andererseits natürlich ebenso wie wir eine Dekarbonisierung der Wirtschaft und auch eine Diversifizierung des Energiemixes allgemein. Das heißt, es wird sehr wahrscheinlich in vielen Ländern so sein, dass erstmal die eigene Wirtschaft aufgebaut wird und dann die Exporte. Ne, das ist was, wo wir sicherlich auch als Deutschland, als Europa realistisch damit umgehen müssen. Was natürlich dann auch bedeutet, dass gegebenenfalls der Wasserstoff oder auch die Derivate später kommen. Ich glaube allgemein bei Partnerschaften. Ne? Und wie gesagt, das ist sehr schwer, das jetzt so pauschal zu sagen, weil die Partnerschaften natürlich auch in der Dimension und auch in der Ausgestaltung sehr unterschiedlich sind. Ne? Also eine Partnerschaft mit Kanada sieht sehr, sehr anders aus als eine Partnerschaft mit Namibia. Deswegen macht es, glaube ich, in jedem Fall immer Sinn, einen gesamtheitlichen Ansatz oder einen gesamtheitlichen Blick im Auge zu behalten. Und dazu gehört eben auch, die individuellen Gegebenheiten vor Ort sich anzugucken. Ne? Also wie sieht das dann aus mit dem, mit der Infrastruktur zum Beispiel für die Produktion von erneuerbaren Energien? Wie sieht es mit den Süßwasservorkommen, die ja auch für Elektrolyseure sehr, sehr wichtig sind, aus? Wie sieht es allgemein aus mit dem Zugang der Bevölkerung auch zu Energie? Ne? Also ist der schon abgedeckt? Wie sieht es mit dem Energiemix aus? Wie spielen soziale Aspekte da rein? Ne? Also sind auch die Bürger mit einbezogen in Energieprojekte allgemein, aber auch in Wasserstoffprojekte und auch in Wasserstoffexporte, ne, was ja auf deutscher Seite zumindest mittel- bis langfristig das Ziel ist. Das heißt, bei diesen Partnerschaften macht es auf jeden Fall immer Sinn, den ganzheitlichen Blick zu behalten und Wasserstoff auch als Teil einer Gesamtenergiestrategie zu betrachten, ne, wo sicherlich doch dann die Elektrifizierung und auch die Steigerung von Energieeffizienz mit reinspielt. Und was natürlich auch wichtig ist, auch Herr Kitzo hat es schon gesagt, neben den Exporten, die wir sicherlich brauchen, also da, das ist auch unumstritten, müssen wir natürlich auch gucken, was wir in Deutschland, was wir in Europa selbst aufbauen können. Es macht natürlich wenig Sinn, jetzt relativ schnell den Wasserstoff oder auch die Derivate über weite Entfernung zu transportieren, wenn einerseits die Wirtschaften in Namibia oder auch anderen Ländern noch nicht dekarbonisiert sind, aber andererseits natürlich auch die lokalen Potenziale nicht zu nutzen. Also von daher ist, glaube ich, immer eine sehr, sehr individuelle Betrachtung. Deswegen gibt es ja nicht die eine Antwort. Ich glaube, was allgemein wichtig ist, dass es immer eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein muss und dass natürlich die Interessen von beiden Partnern in allen Regionen der Welt, weil Deutschland ist natürlich das Land mit den meisten Wasserstoffpartnerschaften weltweit, aber viele, viele andere Länder gehen die natürlich auch ein. Ich glaube, wenn wir als Deutschland oder auch als Europäische Union noch sowas gucken, dann muss auf jeden Fall die gleichberechtigte Partnerschaft immer im Fokus stehen. Das klingt so, als ob jede Partnerschaft dann eigentlich doch immer sehr individuell ist, individuell austariert werden muss. Könnte man da auf EU-Ebene vielleicht irgendwie einen Konsens finden, dass Partnerschaften immer bestimmten Kriterien folgen oder bestimmte Punkte immer mit berücksichtigen? Doch, wiederum keine einfache Antwort, beziehungsweise keine einfache Frage. Ich meine, allgemein macht es natürlich immer Sinn, als EU mit einer Stimme zu sprechen. Aber auch innerhalb der EU sind natürlich die Interessen der einzelnen Länder sehr unterschiedlich und auch die einzelnen Gegebenheiten. Na, also Spanien hat zum Beispiel eher ein Interesse, Wasserstoff zu exportieren. Deutschland möchte importieren. Na, also das heißt, da ist es natürlich nicht so einfach, sich auf die eine Linie zu einigen, was sicherlich helfen könnte, und das ist auch was, was wir im internationalen Netzwerk sehr oft wahrnehmen, ist bestimmte internationale Standards einfach zu schaffen. Ne, das müssen nicht europäische Standards sein. Es macht natürlich immer Sinn, voranzuschreiten, auch als Europa in dem Bereich, was die EU ja auch tut, einfach weil man da die Gelegenheit hat, Standards mitzubestimmen. Ne, aber was sicherlich allgemein sehr, sehr wichtig sind allgemeine Standards für die Zertifizierung von Wasserstoff, insbesondere von grünem Wasserstoff, internationale Sicherheitsstandards, Technikstandards, Standards für die Nutzung, für den Transport. Also das auf jeden Fall. Was sicherlich nicht einfach ist. Wir haben ja alleine im Rahmen von der deutschen G7-Präsidentschaft letztes Jahr gesehen, wie schwierig es doch ist, sich alleine auf eine Definition von grünem Wasserstoff zu einigen.
Aber ohne Frage, es wäre sehr, sehr sinnvoll, was natürlich auch, beziehungsweise das würde es auch einfacher machen für die Partnerländer, die natürlich auch mit großem Interesse auf den europäischen Markt gucken, aber auch gar nicht unbedingt immer wissen, wer ist jetzt eigentlich der richtige Ansprechpartner. Frau Kusch ist jetzt bei mir, Sie waren kurz bei mir eingefroren, ist das nur bei mir? Okay, ich hoffe, Sie können mich wieder hören. Ich habe mich eigentlich wieder hören, ja. Ach ja, die technischen Herausforderungen. ja, das tut mir leid. Genau, aber ich glaube, vielleicht lasse ich es auch dabei. Also allgemein macht es sicherlich Sinn, bestimmte Sachen einfach zu standardisieren. Und da ist die EU auch dabei. Und der Delegierte Rechtsakt ist ja zum Beispiel ein aktuelles Beispiel. Ein richtiges Genau. Das war jetzt ja viel quasi auf unserer Seite. Schauen wir auch noch mal vielleicht auf die Partnerländer speziell. Frau Averbeck, es gibt ja viele, viele Chancen, viele Versprechungen, die es so für die potenziellen Exportländer gibt, insbesondere für die afrikanischen Staaten. Jetzt kann ja im Prinzip entschieden werden, wie solche Partnerschaften aussehen. Und da kann man ja sehr strenge Kriterien von Anfang an ansetzen. Gerade das Thema Menschenrechte zum Beispiel könnte man da ja auch mit aufnehmen. Deshalb so die Frage, was ist aus Ihrer Perspektive eine gerechte Partnerschaft für einen gerechten Wandel in einem Partnerland, insbesondere eben in Entwicklungsländern? Ich glaube, Australien, Kanada können wir da mal ausklammern. Und was für große Konflikte sehen Sie da? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und das interessante Papier, das sicherlich nochmal wichtige Akzente und Impulse jetzt sozusagen in unsere Community hineingibt. Wir als, also ich bin im Nationalen Wasserstoffrat und wir hatten uns tatsächlich schon vor 2 Jahren Gedanken darüber gemacht, was so eine nachhaltige Ausrichtung der Wasserstoffwirtschaft bedeuten könnte. Und ich stelle jetzt fest, wo alles viel konkreter wird in den Diskussionen, dass sozusagen auf der abstrakten Ebene der Entwicklung der Papiere ist es immer sehr viel einfacher, bestimmte Kriterien festzulegen. Frau Kusch hat das eigentlich, denke ich mir, umfassend dargestellt, was es alles benötigt sozusagen für eine gute Partnerschaft zwischen einem Land wie zum Beispiel Namibia und Deutschland. Und da wird es ja schon sehr konkret. Also da sind ja teilweise schon Verträge jetzt unterschrieben worden. Es werden deutsche Unternehmen da massiv eingebunden sein in die Entwicklung der Wasserstoffpartnerschaft. Und ich denke mir, was zum Beispiel schon mal gut läuft, ist, dass die Interessen beider Seiten da ernst genommen werden. Und nicht nur ernst genommen werden, sondern so wie ich das wahrnehme, dass Namibia wirklich ein Treiber dieser Partnerschaft ist und dass nicht nur sozusagen eine Sache ist, die von Deutschland kommt, sondern dass Namibia massiv das als Möglichkeit sieht, also ihre Wirtschaft umzubauen und aber auch in Richtung Klimaneutralität zu gehen. Und ich denke mir, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass das auch als integrierter Ansatz gesehen wird. Also das auch, ich weiß nicht, ob Sie mal in Namibia gewesen sind, aber es sind zwar nur wenig Menschen, die in Namibia auf einer größeren Fläche leben, aber die Energiearmut ist massiv. Und wir können tatsächlich, wenn es zu einem Effekt führt, also dass nicht nur Erneuerbare in der Region ausgebaut werden, wo die Wasserstoff produziert wird, sondern auch in anderen Regionen, das dazu führt, dass günstige erneuerbare Energie installiert werden kann, dann ist das richtig und gut, weil das natürlich die Menschen aus ihrer Energiearmut dann herausholt. Und natürlich ist das Wichtige bei diesen Partnerschaften, dass das Moment der Teilhabe gegeben ist. Ich habe natürlich mit Partnerorganisationen aus dem globalen Süden, unter anderem auch mit Afrika, sind wir im Gespräch. Und die haben natürlich schon solche Befürchtungen wie, da kommt der energiehungrige Europäer oder die Deutschen und die wollen in jetzt zum Beispiel Namibia auf unsere Kosten da Strukturen etablieren und eigentlich geht es ihnen nur darum, selbst zu profitieren und wir werden zurückgelassen. Also dieses Thema Neokolonialismus wird
thematisiert. Und ich denke mir, wir müssen alles dafür tun, mit H2 global, aber auch mit anderen Akteuren, die auch international unterwegs sind, auch die Bundesregierung in ihrer Klimaaußenpolitik, dass das auf jeden Fall nicht sein darf, dass dieser Eindruck entsteht, dass wir da neokolonial unterwegs sind, die Menschenrechte nicht respektieren, dass wir außer Acht lassen, dass eine Teilhabe gewährleistet ist. Ist natürlich nicht so einfach. Wir können ja auch nicht den Namibiern sagen, ihr müsst das jetzt so und so machen. Aber trotzdem denke ich mir, ist es wichtig, dass wenn wir zum Beispiel Partnerschaften mit Ländern des globalen Südens eingehen, dass wir auf das ganze Thema Governance ausschauen. Also dass es nicht so ist, dass wir mit, ich überspitze es mal ein bisschen, mit Schurkenstaaten unterwegs sind, die ihre Mitbürger unterdrücken, damit wir im energiehungrigen Norden unsere Energieversorgung gewährleisten. Das sind so einige Aspekte, die ich denke, die ganz wichtig sind. Und ich möchte nochmal betonen an dem Papier, ich finde das gut, was da zu den die Messages 4 und 5, was dazu drinsteht. Und dass sie das Thema Effizienz auch in den Mittelpunkt rücken und dass auch nochmal darauf abgehoben wird, in welchen Gebieten Wasserstoff genutzt wird. Weil da möchte ich Herrn Rimkus teilweise auch widersprechen. Das ist nicht so, dass wir jetzt sozusagen für alle Bereiche den Wasserstoff massiv hochfahren müssen und dass das so billig wie Wasser sein darf. Ich glaube, das ist auch wieder ein bisschen schräg als Bild, ehrlich gesagt, sondern wir müssen einfach sehen, dass wir diesen Wasserstoff nicht verschwenden dürfen. Wir müssen schauen, gerade auch in Deutschland, dass wir dass nicht nur das Thema Ausbau der Erneuerbaren weiter selbst vorantreiben, also das ist ja in dem Papier auch in den ersten Positionen darauf Stellung genommen worden, sondern dass das ganze Thema Energieeffizienz eine Rolle spielt und in welchen Sektoren wir Wasserstoff einsetzen. Also von daher, es wurde jetzt nur Dekarbonisierung der Industrie gesprochen. Ich bin ganz bei Ihnen, dass die Stahlindustrie, chemische Industrie, dafür brauchen wir den Wasserstoff. Aber den Pkw-Verkehr, dafür den Wasserstoff, ich sage wirklich verschwenden, weil es ineffizient ist. Also das halte ich für nicht sehr zielführend. Und ich möchte noch nicht auf den Punkt blauen Wasserstoff kommen. Ich würde da eigentlich gerne gleich noch mal einhaken wollen. Da kommen wir gleich noch zu. Genau, aber da möchte ich nämlich auch vehement widersprechen. Und ich befürchte einfach, dass es jetzt momentan so ist, als wenn so getan wird, als wenn blauer Wasserstoff klimaneutral ist. Das ist er nicht. Das ist im Sinne der Nachhaltigkeit wenig sinnstiftend, jetzt die ganze Euphorie rund um den blauen Wasserstoff als Brückenwasserstoff zu forcieren. Warten Sie damit noch kurz. Ja, aber ich merke einfach, ich habe jetzt eine halbe Stunde gewartet und merke, dass da so viele Themen auflaufen, da würde ich gerne vehement widersprechen wollen. Ich nehme Sie gleich ran, wenn wir ganz konkret zu dem Thema kommen. Bleiben wir aber noch mal kurz bei Partnerschaften. Es gab eine direkte Frage an Frau Kusch aus dem Publikum. Wie passt der Fokus vieler internationaler Wasserstoffstrategien auf die eigene Energie und auf die eigenen Energie- und Wirtschaftssysteme zu der von Herrn Rimkus formulierten Erwartung oder auch Hoffnung, international schnell hohe Verfügbarkeit zu niedrigen Preisen herzustellen? Ist das für Sie vereinbar, dass alle da im Prinzip eigene Vorstellungen haben? Ich glaube, ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Das hat auch wieder unterschiedliche Dimensionen. Also grundsätzlich gibt es auch hier wieder Länder, die jetzt schon viel Wasserstoff produzieren. Der ist nicht immer grün. Ne? Also auch da müssen wir mal unterscheiden. Wenn wir in Richtung Grün gucken, ich glaube, da müssen wir realistisch bleiben. Da dauert es einfach noch eine Weile, bis wir große Mengen haben. Ne? Das liegt einfach auch daran, dass wir noch nicht die Elektrolyseurkapazitäten haben, wie wir sie zumindest aktuell allein jetzt mal für Deutschland, für Europa brauchen. Andere Länder haben natürlich aber auch andere Ansätze. Ne? Also gerade diese Farbendiskussion, auf die Frau Dr. Aberbeck gerade eben schon zumindest zum Teil eingegangen ist,
Die Diskussionen führen wir in anderen Teilen der Welt nicht oder zumindest nicht in der Form, einfach weil es da primär darum geht, eine Wasserstoffwirtschaft aufzubauen. Die Farben, die kommen dann später. Also eigentlich alle Strategien, die wir uns international angeguckt haben, die gehen mittel- bis langfristig in Richtung grünen Wasserstoff. Aktuell ist aber im Grunde noch alles auf dem Tisch. Also es wird noch grauer produziert, es wird noch blauer produziert, soweit es schon Möglichkeiten zur CO2-Speicherung gibt. In Teilen auch grüner, aber auch Methanpyrolyse. Also da wird grundsätzlich erstmal alles produziert, um den Markt eben anzukurbeln. Ne? Wie gesagt, kommt wieder auf die Region an. In Asien zum Beispiel geht man da sehr pragmatisch oder wie auch immer man das nennen möchte um. Das möchte ich jetzt nicht werten, sondern einfach nur darstellen. Das heißt, da gibt es schon relativ viele Mengen. Insgesamt ist es, glaube ich, auch eine Frage von Zeithorizonten und eben von der Qualität des Wasserstoffs. Ne? Also ja, wenn wir in Richtung Grün gucken, dann wird es wahrscheinlich einfach noch eine Weile dauern. Und auch hier wiederum die Abstufung nach unterschiedlichen Ländern, Partnerregionen. Also in einigen Ländern werden wir dann eben diese Übergangsphasen haben, wo die nationale Wirtschaft aufgebaut wird. In anderen Ländern, die haben größeres wirtschaftliches Interesse auch zu exportieren, weil sie vielleicht auch nicht, wie wir, den Fokus auf Dekarbonisierung haben. Also von daher ist auch hier eine differenzierte Betrachtung. Kommen wir noch mal ganz kurz auf das Thema Zertifizierungen. Frau Averbeck, Sie hatten das angesprochen, dass Sie das insbesondere begrüßt haben, dass Herr Kitzow das bei der These 5 oder Kernaussage 5 mit drin hatte. Wie können denn Nachhaltigkeitszertifizierungen aussehen und wie bekommen wir da eine Einigkeit auf mindestens europäischer Ebene, wenn nicht sogar G7, G20-Ebene zustande, dass solche Standards tatsächlich auch weltweit was bringen? Frau Averbeck? Ja, also ich meine, diese Zertifizierungsbemühungen sehen wir ja jetzt schon, also durch diesen, Delegated... Delegated Act? Delegated Act, da geht es ja schon in diese Richtung, unglücklicherweise meiner Meinung nach auch in die falsche, also dass jetzt eben auch gelber Wasserstoff klimaneutral sein soll oder nachhaltig sein soll. Ich denke mir aber, deswegen, da bin ich mit Herrn Rimkos, stimme ich überein, dass es gut ist, dass Europa jetzt da endlich weitergekommen ist. Aber ich vermute mal, dass es jetzt auf europäischer Ebene da noch einige Schlaufen geben werden wird, bevor man tatsächlich dazu eine Einigung kommt. Und so wie ich das verstanden habe, ist, was das ganze Thema Zertifizierung angeht, die Amerikaner auch noch nicht sehr viel weiter. Also von daher, wenn wir da auf europäischer Ebene iterativ, also da jetzt weiterkommen könnten, könnten wir da auch dann international Standards setzen, weil eben, wie gesagt, das im weiteren, auf der weiteren internationalen Ebene noch nicht so der Fall ist. Wir haben jetzt ja viel ins Ausland geschaut. Schauen wir nochmal nach Deutschland. Herr Rimkos, ich habe es eingangs schon gesagt, Sie haben den Begriff rote Energiewende mit ins Spiel gebracht. Dabei geht es Ihnen um die sozial gerechte Energiewende, aber eben in Deutschland. Dabei ist Ihnen insbesondere die Entstehung und die Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland auch wichtig. Da wäre jetzt meine Frage, haben wir denn ein Sicherungsproblem von Arbeitsplätzen oder nicht eigentlich ein Fachkräfteproblem, weil wir die Arbeitsplätze gar nicht besetzen können? Also wir müssen ja auch wahnsinnig viel umschulen, wahnsinnig viel nachqualifizieren, damit wir in der neuen Wasserstoffwirtschaft die entstehenden Arbeitsplätze überhaupt besetzen können. Ja, müssen wir. Wir müssen umschulen, wir müssen qualifizieren. Ist aber eine Daueraufgabe, wie ich finde. Insofern finde ich das jetzt nicht ungewöhnlich. Wir können uns natürlich auch, Frau Blume, dazu entscheiden, dass wir nicht mitmachen. Wir können uns hinsetzen und abwarten, dass in der Welt eine Wirtschaft entsteht, die ein Billionenmarkt werden wird, wo Apparate gebraucht werden, wo auch Prozesse entstehen werden.
wenn wir uns dazu entscheiden, eben nicht schnell sein zu wollen, wenn wir uns entscheiden dazu, dass wir nicht viel haben wollen, sondern uns auch da oben rein zu entscheiden, wissen, dass wir nicht pragmatisch sein wollen, dann tritt alles das ein, was Sie gesagt haben. Dann glauben wir nämlich daran, dass das immer etwas Teures sein wird. Dann glauben wir daran, dass wir immer wenig haben werden. Dann werden wir auch keine Infrastruktur sehen. Wenn wir keine Infrastruktur sehen, wird es immer teuer und selten bleiben. Ich plädiere ausdrücklich dafür, das nicht zu tun, sondern in der Tat groß zu denken, und mitzuhelfen, dass in der Welt das, was entsteht, dann auch tatsächlich so entsteht, dass wir uns mit unserem System, mit unseren Ansprüchen dann auch dazu annähern können. Um das auf den Punkt zu bringen, natürlich braucht es die entsprechenden Schwerpunktsetzungen. Es ist gut, dass wir Systeme haben. Wir wollen auch nicht mit Schurkenstaaten arbeiten und. Was uns aber, weil Sie auch nach der nationalen Perspektive gefragt haben, wir brauchen eben auch den Pragmatismus bei uns zu Hause. Natürlich wird es so sein, dass es einen Übergang gibt. Übrigens glaube ich, dass mit dem delegierten Rechtsakt, so wie er jetzt da ist, die Übergangsphase des blauen Wasserstoffs noch kürzer sein wird, wie angenommen, was übrigens eine gute Entwicklung ist. Dennoch wird uns das nicht davon abhalten, über CCS, CCU nachzudenken, im Übrigen auch innerhalb von Deutschland. Und zwar an dem Punkt, wo die spannende Frage zu lösen ist, was macht man eigentlich mit den unvermeidbaren Restemissionen? Es wird Wirtschaftsbereiche geben, die kann man eben nicht komplett dekarbonisieren. Da sind wir, glaube ich, gehalten, das Carbon, was da entsteht, im Kreislauf zu fahren, also mitzuhelfen beispielsweise, dass in der Zementindustrie da nicht irgendwie Emissionsquellen bleiben, die wir dann hinterher, weil wir sie nicht haben wollen, dann aus dem Land treiben. Es wäre absolut sinnvoll, hier Lösungen zu finden. Die Technologie dafür ist da. Das ist das, was ich meine, wenn ich auch von einer breiten Autobahn spreche. Wir können uns dazu entscheiden, dass wir mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten fahren. Wenn wir aber auf einer Landstraße unterwegs sind, also das Ganze zu schmal machen, auf eine Spur verengen und dann sozusagen eine sehr stark politisch geprägte Priorisierung machen, dann stehen wir alle im Stau. Und dann ist es mit dem Überholen schwierig und dann gibt es auch Schwierigkeiten mit dem Gegenverkehr. Ich rate dazu, das nicht zu machen. Es gibt mehr Unfälle, als wir brauchen. Lieber regulieren wir das auf einer breiten Möglichkeit. Um das zu sagen, ich glaube, dass wir eine Chance haben, wenn wir begreifen, dass wir auf der einen Seite Anstrengungen national machen, Europa nicht aus dem Blick verlieren, die klassischen Pipeline-Länder, um mit denen zusammenzuarbeiten, die ein Entwicklungspotenzial suchen, die ebenfalls Wohlstand haben wollen. Ich habe keine Sorge, dass es zu wenig Arbeitskräfte geben wird. Meine Sorge ist, dass wir aus der Sorge, wir haben zu wenig Arbeitskräfte, wir dann sagen, na, dann lassen wir es lieber sein. Meine Perspektive für Afrika beispielsweise, aber auch die Perspektive für Südosteuropa, fand das interessant, dass wir gesehen haben, dass Ukraine ein ganz interessantes Land ist. Das weiß ich auch aus der Veranstaltung, die Friedrich-Ebert-Stiftung auch gemacht hat zu dem Themenfeld, dass das also nach dem Krieg ja eine riesengroße Chance ist, um mitzuhelfen, Dinge wieder neu aufzubauen. Also das solare Zeitalter auch an der Stelle zu verwirklichen. Ich möchte, und das habe ich in der Roten Energiewende niedergeschrieben, 43 Jahre nach dem Nord-Süd-Bericht Willy Brandt und Olaf Palme mit dazu beitragen, dass Menschen nicht mehr in der Sahara verdursten müssen und damit sie anschließend, wenn sie es geschafft haben, nicht zu verdursten, im Mittelmeer zu ertrinken, sondern eine Entwicklungsperspektive auf Augenhöhe, eine echte Partnerschaft, kein Neokolonialismus, sondern dafür sorgen, dass wir sprachen über Namibia, dass dort Arbeitsplätze entstehen, Werthaltigkeit entsteht, mithin eine Wirtschaft entsteht, so wie wir uns das auch vorstellen, eine echte Partnerschaft mit unserem Schwesterkontinent auf Augenhöhe. Das muss das Ziel sein. Dafür müssen wir aber national alles tun, was möglich ist, um diese neuen Technologien zu etablieren, weil sonst erreichen wir das solare Zeitalter nicht. Sag nochmal, habe es eingangs gesagt, die Aufgabe ist groß. Wir müssen 3.500 Terawattstunden defossilisieren und dazu trägt alles bei, was wir nur machen können. Deswegen keine Ängste haben, sondern mithelfen, dass Dinge entstehen können. Ich will jetzt nicht den Begriff der Technologieoffenheit wieder verwenden, weil sonst liegen wir wieder und hängen uns an Begrifflichkeiten fest. Aber ich glaube, dass wir mehr Mut brauchen und den sollten wir auch entwickeln. Bevor wir gleich zum nächsten Thema gehen, Herr Hinrich, nochmal die Frage, wie können wir denn Anreize schaffen, damit
Exporteure eben auf grünen Wasserstoff umsteigen, insbesondere wenn wir da nach Saudi-Arabien, Arabische Emirate schauen, also Exporteure von fossilen Energieträgern. Wie können wir da unterstützen, dass da ein Wandel vor Ort stattfindet? Also ob jetzt Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate wirklich die deutschen Steuerzahler benötigen, um ihre Wirtschaft zu dekarbonisieren, sei mal dahingestellt. Ich denke, die haben verfügen über genug Finanzreserven, um das eigentlich selbstständig zu machen. Dennoch wäre natürlich auch eine Partnerschaft mit solchen Ländern möglich, indem man sich auf gemeinsame Standards einigt. Der europäische und deutsche Markt ist sicher sehr interessant, auch für diese Länder. Und ich glaube, die Bereitschaft zu dekarbonisieren ist dort auch groß, vielleicht sogar größer als in vielen anderen Regionen, weil diese Länder auch bemerkt haben, dass das fossile Zeitalter sich doch dem Ende zuneigt. Von daher, die Möglichkeiten sind da. Der Bedarf in Europa und Deutschland ist auch so groß, dass sich neben Ländern, die heute schon Energie exportieren, neue etablieren können, sei es Namibia, sei es Chile. Ich denke, auch mit Blick auf das heutige Thema ist genau das, was wir erreichen müssen und was auch, so verstehe ich zumindest die Bundesregierung auch, dass das das große Ziel ist, Dekarbonisierung zu kombinieren mit einer Diversifizierung von Lieferländern, damit sowas nicht nochmal passieren kann, wie die Situation, in der wir uns letztes Jahr befunden haben mit der Abhängigkeit von Russland. Kurz zum Abschluss zu diesem Thema nochmal, Frau Averbeck. Glauben Sie, dass das die richtigen Partner für uns sind, Saudi-Arabien, gerade wenn wir eben auf die Menschenrechte, auf die Entwicklungen vor Ort schauen? Oder wären das für Sie eigentlich eher No-Gos? Ich glaube, die Frage haben Sie eigentlich schon selbst beantwortet, weil ich kann mir vorstellen, dass die nicht qualifizieren als Länder mit guter Governance. Das ist natürlich schon so, dass wir, was diese Länder angeht, Vorbehalte haben und das müssen wir uns einfach gut überlegen. Sind das wirklich Partner für die Zukunft? Gut, dann schließen wir dieses Thema hier ab, obwohl wir noch immer weitere Fragen dazu im Chat bekommen, gerade Herr Kitzow, Frau Kusch. Aber wir wollen jetzt noch mal weiterschauen. Und zwar hatten wir es ja schon angesprochen, blauer Wasserstoff, die CCU, CCS. International werden die schon mehr diskutiert, in Deutschland noch nicht ganz so. Und Herr Kitzow hatte ja vorgestellt, dass wir uns stärker positionieren sollten in Deutschland zu diesen Themen. Herr Kitzow, vielleicht können Sie das noch mal ganz kurz ausführen, was Sie erwarten würden von Deutschland oder von der EU vielleicht auch. Ja, also was ich problematisch finde, also es wird oft eben diskutiert, grüner oder blauer Wasserstoff in Deutschland. Und dann, wenn man sagt, wenn man eben nicht der Meinung ist, ja, grüner Wasserstoff ausschließlich, dann entsteht sofort irgendwie so eine Situation, so der eine ist einfach komplett dagegen und der andere ist, irgendwie sagt, das müssen wir jetzt unbedingt machen als Brückentechnologie. Ich glaube, dass wir einfach noch ein bisschen genauer hingucken müssen. Was ist denn jetzt mit diesem blauen Wasserstoff? Ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir jetzt wirklich anspruchsvolle Kriterien, und die brauchen wir, auch anlegen an diesem blauen Wasserstoff, dass dann dieser Mythos, dass blauer Wasserstoff so schnell verfügbar ist, so gar nicht stimmt. Aber da müssen wir erstmal hinkommen, dass wir eben nicht irgendwie über so einen nebulösen blauen Wasserstoff diskutieren, der ganz schnell verfügbar sein soll. De facto ist er nicht verfügbar. Wir haben keine Projekte, wo 90 oder mehr Prozent CO2 gespeichert wird, sondern das sind Projekte, wo viel weniger gespeichert wird üblicherweise. Und dort, wo jetzt der blaue Wasserstoff als nächstes herkommen soll, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, da bin ich mir ganz sicher, dass die Speicheranteile von CO2, der da emittiert wird, mit Sicherheit nicht annähernd an diese 90 oder mehr Prozent rankommen werden. Und insofern stellt sich da an der Stelle vielleicht auch gar nicht die Frage, ob blauer Wasserstoff, aber da müssen wir, wie gesagt, erstmal hinkommen, da brauchen wir Kriterien vor, wir können nicht einfach weitermachen und sagen, ja, eigentlich machen wir nur grünen Wasserstoff, aber wir schließen es jetzt nicht komplett aus, aber reden nicht darüber. Wir müssen darüber reden, wir müssen genau wissen, was wir damit meinen, unter welchen Bedingungen es vielleicht von mir aus vorübergehend auch möglich ist. Ich bin auch nicht der Auffassung, dass man ölproduzierende Länder letztendlich, die ja häufig eine schwierige Governance-Struktur haben,
kategorisch ausschließen sollte aus irgendwelchen Beziehungen in Zukunft. Ich denke, so funktioniert das nicht. Dann haben wir ganz, ganz, ganz viele Länder, mit denen wir nicht mehr zusammenarbeiten können. Ich denke, das ist nicht, das kann nicht das Ziel sein. Entwicklungspolitik bedeutet auch immer, mit schwierigen Governance-Situationen umzugehen, zu arbeiten, weil man eben dort auch vielleicht Veränderung und positive Impulse setzen möchte. Und ich denke, das gilt auch eben für ölproduzierende Länder, für Zusammenarbeit dort, Perspektiven auch aufzeigen innerhalb einer klimaneutralen Wirtschaft und Zukunft für diese Länder. Das ist ja auch das Anliegen von H2Diplo, also von der vom Auswärtigen Amt an der Stelle. Und deswegen denke ich auch, brauchen wir diese ernsthafte Debatte zu blauer Wasserstoff, die jetzt meines Erachtens das nicht kategorisch ablehnen sollte, aber sehr klare und anspruchsvolle Kriterien entwickeln sollte dafür. Frau Averbeck, Sie wollen direkt dazu was sagen. Ja, ich habe mich ja vorhin schon ein bisschen zurückgehalten. Genau. Genau, die Sache, sich das genauer anzugucken, da bin ich ganz bei Herrn Kitzo. Es ist ja so, dass auch wenn wir mit Norwegen jetzt die Vereinbarung haben zum blauen Wasserstoff, die produzieren zwar schon blauen Wasserstoff, aber den nutzen sie erstmal selbst, den brauchen sie auch selbst. Und das, was wir vereinbart haben, dass sie zusätzliche, also ihre Kapazitäten ausbauen und dass dann der Wasserstoff nach Deutschland geleitet wird. Das ist perspektivisch auch erst 2030 möglich. Wäre es dann nicht sinnvoller, das ganze Geld statt in eine Infrastruktur für den blauen Wasserstoff zu stecken, das gleich in die ganze Infrastruktur für den grünen zu stecken? Dann ist es so, dass der blaue Wasserstoff, dass wir das Problem mit den Methanleckagen haben. Es ist also tatsächlich so, dass er weit entfernt davon ist, dass er als klimaneutral zu bezeichnen ist. Also er ist einfach nicht klimaneutral. Das heißt also, dass es wichtig ist, sowieso, dass der blaue so schnell wie möglich aus dem System rauskommt. Herr Rimkus hatte gesagt, ja, das wird schneller kommen, als man denkt. Nur meine Befürchtung wäre, dass es jetzt aufgrund der ganzen Investitionen, die da vielleicht getätigt werden, dass es zu Lock-in-Effekten kommt. Dass es also dann so ist, dass eigentlich im Prinzip die Staaten, wie zum Beispiel Saudi-Arabien oder so, ihr Übergangsmodell geschaffen haben, dass also Gas in Form von blauem Wasserstoff im Übergang länger läuft als wir, die wir das ganze Thema Klimaschutz im Fokus haben, es tatsächlich wollen. Von daher, ich kann verstehen, dass Deutschland aufgrund des ganzen Themas der Versorgungssicherheit alles tut, damit so schnell wie möglich jetzt dieser ganze Wasserstoffhochlauf und so weiter betrieben wird. Was ich einfach nur denke, ist, dass wir bei allem jetzt die Nachhaltigkeitskriterien und das Augenmaß nicht aus dem Blick verlieren sollten und nochmal genau darauf schauen sollten, was sind die Bedarfe und welche Einsparpotenziale haben wir bei all den Herausforderungen und bei dieser ganz komplexen Gemengelage. Frau Kusch, im Weltenergierat, da diskutieren Sie ja nicht nur mit Deutschland, sondern international zu diesem, auch zu diesem Thema. Sehen Sie da eine Gewichtung international zu blauen oder grünem Wasserstoff? Gibt es da unterschiedliche Positionierungen, die Sie so aus Ihren Treffen oder Ihren Diskussionen mitnehmen? Ich hatte es ja eingangs schon mal gesagt, also je nach Land, je nach Region, wird diese Diskussion um Blau, Gelb, Rosa oder Pink in Frankreich gar nicht unbedingt geführt, sondern oft geht es eher um den CO2-Fußabdruck. Und dann erübrigen sich auch eigentlich solche Fahrtdiskussionen. Also viele Länder, auch das habe ich schon mal kurz gesagt, viele Länder gucken erstmal, dass sie den Markthochlauf realisieren. Ne? Und da spielt blauer Wasserstoff ebenso eine Rolle wie eben auch Wasserstoff aus der Methanpyrolyse zum Beispiel. Ne, wenn auch nur in ganz wenigen Ländern tatsächlich oder auch grüner langfristig. Das heißt, diese Diskussion, die wird nicht geführt, also zumindest nicht in der Intensität. Letztendlich diese ganze Diskussion um CCS, die ist ja jetzt nicht neu. Ne? Und die ist ja auch nicht, oder die ist jetzt durch den Wasserstoff wieder hochgekommen, sag ich mal, weil sie natürlich auch Sinn macht im Zusammenhang mit dem blauen Wasserstoff. Aber an sich, und das hat auch Herr Rimkus vorhin schon angesprochen, die Diskussion auch um die Restemissionen, was wir mit denen machen. Das ist ja auch eine, die
lange Zeit nicht geführt wurde. Aber auch da hat sich die Debatte auch international verändert. Also auch auf internationaler Ebene nehmen wir wahr, dass das ganze Thema CCS auch jenseits der Wasserstoffdiskussion in den letzten Jahren eine andere Dimension bekommen hat. Es wurde natürlich realistischerweise als Geschäftsmodell von einigen Ländern entdeckt, das eben einzuspeichern, das gehört auch dazu. Aber es wird eben auch als Chance betrachtet, um die nationalen CO2-Emissionen zu senken. Was natürlich auch dabei immer nicht vergessen werden kann, dass es natürlich nicht nur CCS, sondern auch CCU oder auch CCUS gibt. Und gerade dieser ganze Aspekt der CO2-Nutzung, der könnte ja auch mit Blick auf Derivate nochmal sehr, sehr interessant werden. Da passiert ja gerade sehr, sehr viel, auch im Bereich Ammoniak, im Bereich Methanol. Ja, aktuell liegt der Fokus in der Tat sehr stark auf Wasserstoff, aber auch das wird sich sicherlich mit dem weiteren Markthochlauf und dem wirklichen Wasserstoffhandel, den wir in der Form ja auch noch gar nicht haben, sicherlich auch nochmal ändern. Also von daher auf internationaler Ebene eher eine sehr breite Diskussion, mit aber der Abstufung, dass es international eindeutig in Richtung erneuerbar geht. Zumindest wenn wir über den Zeithorizont so ungefähr 2050 sprechen. Dann danke für diese Einschätzung und an Sie, Frau Kusch, danke auch an Sie, Frau Dr. Auerbeck, an Herrn Kitzow, Herrn Rimkus und Herrn Henrich für diese interessante Diskussion. Ich glaube, wir haben ziemlich viele Punkte und Themen heute abgedeckt. Ich möchte mich auch noch mal bei Herrn Ostermeier bedanken, der die ganze Veranstaltung organisiert hat, Herrn Rödler, der sich um die Technik gekümmert hat. Vielen Dank, dass alle so viele Leute heute bei der Veranstaltung dabei waren. Und damit möchten wir uns für heute verabschieden. Ich glaube, das Thema CCU, CCS wird uns auch noch weiter begleiten. Vielleicht gibt es da dann auch noch mal eine Veranstaltung zu. Ich möchte mich auch noch mal, vielleicht bevor dann Max, Herr Ostermeier dann noch mal schließt, ganz herzlich bedanken bei Herrn Ostermeier und bei der Friedrich-Ebert-Stiftung für die gute Zusammenarbeit. Bei Herrn Rimkus, dass er an dem längeren Prozess teilgenommen hat, an allen anderen, die heute hier waren, und auch beim Auswärtigen Amt für die unterstützend im Rahmen des Projektes. Ja, vielen Dank und vielen Dank, Frau Blume, für die super Moderation. Vielen Dank. Genau, ich würde dann mich auch nochmal bedanken, reihe mich in diesen Reigen ein und vielleicht natürlich auch noch an die Kolleginnen und Kollegen unserer Auslandsbüros in der Ebert-Stiftung, die es möglich gemacht haben, dass wir diese Dialogreihe übrigens durchführen mit den Gästen aus der ganzen Welt. Wir haben ja ein breites Büro-Netzwerk, die sollten auch nochmal zur Sprache kommen. Ich glaube, es waren heute viele Anknüpfungspunkte für uns dabei, zu dem Thema weiterzuarbeiten. Die Fragen und Herausforderungen werden uns nicht ausgehen, auch die, was politische Regulierung an der Stelle angeht. Und vor dem Hintergrund freue ich mich da sehr auch, dass wir als Stiftung sicherlich in dem Bereich aktiv bleiben werden. Vielen Dank nochmal an alle und auch an unsere Gäste, die dabei waren, die sich so eingebracht haben mit vielen Kommentaren und Rückfragen. Und dann wünsche ich allen jetzt einen schönen Nachmittag an dieser Stelle noch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.